Also während wir eine Normalität haben, während wir im Kino sitzen, findet eben diese ungeheure humanitäre Katastrophe statt. Felicitas, du hast dir Fire at Sea angeguckt. Kannst du mir erzählen, worum es in dem Film geht? Genau, Fuoco a Mare von Gianfranco Rossi. Das war einer der wenigen Dokumentarfilmbeiträge zum Wettbewerb. Und zwar ein italienischer Film, der auf der Insel Lampedusa spielt. Flüchtlingskrise, das ist in Lampedusa nichts Akutes, sondern ein Phänomen, was eigentlich seit 20 Jahren zur Alltagswirklichkeit der Menschen gehört. Und ja, also man kriegt da eben ganz viele Facetten mit. Man erlebt diesen Jungen, einen Radiomoderator, die Familie des Jungen, die Großmutter, die da zu Hause ihre Pasta kocht und die Betten macht. Und dann aber eben auch diese andere Facette, die in Lampedusa leider eben seit 20 Jahren dazugehört, nämlich, dass vor dieser Insel immer wieder Flüchtlingsboote in Seenot geraten und das Meer vor der Insel ein Massengrab ist, man muss es so sagen. So eine der Figuren, mit der er viel spricht, ist ein Arzt. Und was dieser Arzt zu berichten hat, das zieht einem wirklich den Boden unter den Füßen weg. Was macht diesen Beitrag so besonders? Also für mich war es tatsächlich dieses Nebeneinanderstellen in diesem Film von der Normalität der Einwohner von Lampedusa und dann eben diesen Erlebnissen der Flüchtlinge. In einer Szene schmunzelt man über das, was dieser Junge erlebt, und in der nächsten Szene, wie gesagt, kriegt man dann was mit, was einem dieses ganze Elend dieser Situation vor Augen führt. Your position. 33, yes. Während wir eine Normalität haben, während wir im Kino sitzen, findet eben diese ungeheure humanitäre Katastrophe statt. Wem würdest du diesen Film empfehlen? Allen schlicht und einfach. Natürlich vielleicht nichts für ganz kleine Zuschauer, dafür sind dann doch einige Dinge, die man in dem Film sieht, zu drastisch. Aber ansonsten, es ist einfach so, dieses Problem geht uns alle etwas an. Und deswegen ist es einfach auch gut, dass dieser Film jetzt hoffentlich hier bei der Berlinale eine große Öffentlichkeit bekommt.